An meiner Seite Dr. Georg Christian Zinn. Herr Dr. Zinn, in Rheinland-Pfalz ist heute eine neue Corona-Regel in Kitas in Kraft getreten. Infizierte Kinder müssen umgehend in Quarantäne. Kontaktkinder können sich unverzüglich mit einem PCR-Test freitesten. Was halten Sie davon? Ja, das ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, dass wir die Quarantäne überdenken und nicht mehr ganze Gruppen in Quarantäne oder ganze Kitas schließen. Aber wir müssen natürlich auch sehr genau schauen, wurden Masken getragen? Also haben wir ein sehr geringes Infektionsrisiko oder gab es enge Kontakte? Wenn es sehr enge Kontakte gab, dann muss man über die eine PCR hinaus noch weiter schauen. Kommen wir von den ganz kleinen Kindern zu den etwas größeren Kindern. In Rheinland-Pfalz hat heute die Schule wieder begonnen oder hat die Schule schon wieder begonnen. In Baden-Württemberg beginnt sie jetzt bald. Stichwort Impfquote bei Kindern. Wie sind wir da aufgestellt? Also wir sind gar nicht schlecht aufgestellt. Es ist, wir haben ja von der STIKO jetzt mittlerweile ein Go bis zum Alter von 12 Jahren. Und da ist die Impfquote bei den 12- bis 16-Jährigen eigentlich über 20% vollständig durchgeimpfte Kinder. Das geht relativ schnell. Und insofern glaube ich, dass viele Eltern eben sich dafür entscheiden. Und das gibt den Kindern vor allen Dingen mehr Freiheit. Sie sprachen es gerade an, vollständig geimpft. Viele von uns haben erst vor wenigen Wochen die Zweitimpfung erhalten. Jetzt starten schon die Boosterimpfungen. Wann sind diese für die breite Masse nötig? Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema. Viele Bundesländer haben mit der Boosterimpfung für ältere Menschen über 80, für Immunsupprimierte schon angefangen. Wir gucken jetzt sehr, sehr genau nach Israel, die weit über 20% der Bevölkerung schon mit der dritten Boosterimpfung versorgt haben. Wir gucken auch nach USA, die auch schon mit dieser Boosterimpfung angefangen haben. Ich gehe davon aus, dass diese Boosterimpfung nach und nach für große Teile der Bevölkerung tatsächlich empfohlen wird. Wir wissen, dass es einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abfall dieser Antikörper gibt und dass diese Delta-Variante doch wahrscheinlich eine Boosterimpfung notwendig macht. Blicken wir auf den Herbst und den Winter. Wie gut ist Deutschland insgesamt gegen das Coronavirus aufgestellt? Ja, wir müssen mal zurückschauen. Vor einem Jahr sah es wesentlich schlechter aus. Wir haben jetzt weit über 61% der Bevölkerung durchgeimpft. Das sind 54 Millionen. Wir haben eine Zulassung bis 12 Jahren. Wahrscheinlich wird dieses Jahr auch noch eine Zulassung der Impfung bis zum Alter von 6 Monaten kommen. Also wir können praktisch die Bevölkerung ganz durchimpfen. Andererseits haben wir noch einige Hausaufgaben zu machen. Wir müssen jetzt die Unentschlossenen, das sind so 19, 20 Millionen, noch überzeugen, sich impfen zu lassen. Wir müssen da ein besseres und breiteres Angebot machen. Zusätzlich müssen wir natürlich auch die Ungeimpften, wenn sie sich noch nicht für die Impfung entschieden haben, besser schützen, weil das sind zurzeit die Patienten, die in die Krankenhäuser kommen und leider Gottes auch die Patienten zu über 80%, die auf einer Intensivstation liegen. Vielen Dank, Dr. Georg Christensen. Gerne.